Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ja, wir möchten zu einem anderen Areal wechseln, bitte. Und schon geht's wieder rein. Das muss ich jetzt doch mal draußen machen, damit ihr auch seht, wir sind in einem neuen Abschnitt. Es ist schon ein bisschen später heute, also in Porsche. Aber trotzdem fangen wir einfach noch an und gucken mal, was wir hier alles so Schönes finden. Müsste auch vom Inventar her gehen. Ziviltreppe von Lucien in Norden. Ja gut, dann nicht. Was haben wir hier denn alles? Das ist... Ja, da hat es ein paar Sachen, die man ausgraben kann. Gibt's hier denn... Ja, da sehe ich doch direkt Sachen. Die auch gar nicht weit weg sind. Falsch. Mit dem der Spitzhacke wollte ich. Viel besser, wenn man wieder Dinge ausgraben kann und vor allem auch wieder was findet, ohne ewig zu suchen. Ist aber auch ganz schön gewesen, dass wir, da war's, dass wir tatsächlich mal scheinbar eine Ebene komplett ausgeräubert haben. Also so richtig, richtig hat auch was. Und ich muss jetzt nur daran denken, die nächsten Tage halt auch mal wieder zurückzugehen und hier weiterzumachen, dass wir dann nicht für irgendwie das winzigste bisschen nochmal, ich guck mal, ob wir hier noch was haben, für das winzigste, oh ja, da hat es mehr als genug. Da müssen wir einfach mal schauen, dass wir hier öfter mal herkommen. Damit ich nachher dann nicht nochmal 300 Golds zahlen muss, nur um dann was auszugraben. Jetzt erstmal für die Woche haben wir es ja noch. So, jetzt bitte das nächste. Das war bestimmt irgendwo hier... Oh, direkt daneben sozusagen. So, nein, noch nicht. Doch, jetzt haben wir es. Eine Feder und eine Datendisk. Das gefällt... Datendisks mag ich sehr. Wir haben jetzt so viele... Ich glaube, die 20 sind für unsere Montagestation 2, für die großen Sachen. Ich weiß nicht, ob der Ofen, ob der schon bei 2 gebaut werden muss. Aber wir sehen es dann ja, wie wir das... Wir werden es rausfinden. Soldat mit Zepter, 5. Teil. Deswegen möchte ich das nämlich machen. Ich würde liebend gerne am Schluss die Sachen fürs Museum halt komplett haben. Damit wir das wirklich mal machen können. Aber es lohnt sich halt nicht, wenn wir da immer nur... Naja, wenn wir immer nur Erz und sowas ausgraben. Und deswegen müssen wir irgendwann natürlich auch den Rest davon finden. Und ich habe immer so überhaupt keinen Überblick, wie viel man braucht davon und was wir schon haben. Und es ist ein bisschen anstrengend, das dann zusammenzusetzen. So Schmiermittel schon wieder. Ich will kein Schmiermittel mehr. Ich bin gut geschmiert. Ich laufe doch schon ganz gut hier. Ich brauche das nicht. Ich muss nicht geölt werden. Nein, Schmiermittel ist natürlich gut. Das können wir nicht kaufen. Das ist, so, einfach Schaltkreise. Ich würde auch ganz gerne langsam irgendwie noch eine weitere Ruine finden, außer den mit den Giftdingen. Denn die sind ein bisschen anstrengend natürlich zu besiegen. So. Schaltkreise. Und wir sind hier schon auf dem Boden der Tatsachen. Nein, der Mine angelangt. Da oben geht's weiter, theoretisch. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher. Ich glaube, da muss ich erstmal mich wieder rauskämpfen, bevor ich... Was? Wo geht's denn hier raus? Da geht's raus. Vielleicht. Wo habe ich jetzt gesagt? Machen wir erstmal das hier mal. So. Ich habe leider vergessen, ich hätte das Ding ausmachen sollen. Dann hätte ich es, glaube ich, besser gesehen. Und wir hätten das Pünktchen markiert gehabt. Aber das geht alles. Das geht alles. So. Dann plündern wir die Ebene hier auch aus und werden einfach mal wieder fleißig abbauen. Ja, ein Schlag noch. Ein Schläger. Ein Schlag für den Schläger. Hat irgendwie das gepasst? Da geht's weiter. Vergessene Räume würde ich auch gerne mehr finden. Ich weiß, da gibt's auch welche mit anderem Layout. Und ich glaube, in einigen können auch Kisten stehen. Ich habe ja schon gesagt, Moki hat direkt bei ihrer ersten Ruinentour das gefunden. Also so einen Raum gefunden. Oh, Waschmaschine. Da habe ich aber schon eine. Danke. Ich kann mir aber verkaufen. Müsste vielleicht ganz gut Geld bringen, eventuell. Vielleicht. Ich wünschte, wir könnten mehrere Punkte markieren. So. Ist ja alles zum Glück sehr erreichbar. Oh, unsere Energie geht uns aus und es wird langsam spät. Das will ich aber noch ausgraben, bitte. Na komm, eins noch. Okay, einfache Schaltkreise. Ist hier ganz in der Nähe... Ja, da ganz in der Nähe ist sogar tatsächlich noch was. Das müsste noch reichen. Das... Ja, es hat noch gereicht. Perfekt. Und jetzt haben wir nur noch 17 Energie. Das heißt, ich gehe mal auf die Map und zum Ruineneingang zurück. Ich wusste noch ganz beim ersten Mal und ich wusste nicht, wie man wieder an den Ruineneingang zurückkommt. Und ich hatte mich so verfranst.
War nicht schön. So. Dann können wir auf dem Hof auch direkt mal gucken, wo wir genau die Sachen für die Bernsteininsel herstellen können. Das müsste jetzt doch theoretisch unser Arlo sein, oder? Silver Corps. Ja, das wird sehr wahrscheinlich Arlo sein. Ach, Arlo. Geliebter zukünftiger Ehemann. Du weißt von euch nichts von deinem Glück, aber... Hey, da ist ja Scraps. Moment. Hi, Scraps. Du bist so ein Süßer. Ja, du bist so süß. Ganz ehrlich, dass wir mit Pinky vielleicht befreundet sind, das war gar nicht so schlecht. Pinky hat uns immerhin geholfen. So, jetzt gehen wir wieder nach Hause und dann die Lamas lasse ich in Ruhe. Ja, ich tue denen heute nichts. Es ist schon zu spät, als dass ich meinen Handelsauftrag abgeben könnte, aber ich kann die Sachen einsammeln. Ja, ja. So. Alles fertig. Ich muss hier nichts mehr herstellen. Ich habe mehr als genug Faserstoff. Benzin ist aufgebraucht, dann tanken wir halt nochmal auf. Es hat überhaupt nichts hergestellt, weil das Benzin alle war. Das ist jetzt ärgerlich. Okay, wo kann ich denn jetzt... Kann ich die hier herstellen, an unserem Ding? Sind die hier? Ich habe übrigens auch das fortgeschrittene Eisenschwert. Da brauche ich erst Tierskelette und ich weiß nicht, wo ich die Tierskelette herbekomme. Klassische Angelrute haben wir. Eine Eisenspitzhacke, die habe ich die auch? Ich glaube, die habe ich, oder? Oder habe ich die Bronzespitzhacke? Ich weiß es nicht. Wie kriege ich denn die Halloween-Deko? Ich hätte vielleicht gucken sollen, wo es die gibt. Blümchenseife. Morgen kann ich auf jeden Fall eine Waschmaschine verkaufen. Ah, hier. Nee, doch. Tree Ghost of Claws Banner. Pigment. Ach du je, wo kriege ich den Pigment her? Hartholzdiel ist kein Problem. Die können wir auch gleich ein paar wieder herstellen. Kupferdraht haben wir noch, Glas haben wir noch, Holz. Das ist kein Problem. Den könnte ich tatsächlich herstellen schon. Wie viel brauche ich davon? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken in unseren Missionen. Wie viele von diesen The Haunted Cave? Ein Tree of Go. Was machen wir denn da? Machen wir das hier erstmal weg. Vergiftetes Wasser, das machen wir auch erstmal weg. Dann tracken wir das hier nochmal. Den Baum habe ich jetzt. Tree of Ghost Claws. Der ist hier, den könnte ich auch schon installieren, wenn ich lustig wäre. Und fürs andere brauche ich jetzt... Was brauche ich dafür? Moment, das ist hier. Gut, dass es tatsächlich direkt hier ist. Das Banner, da brauche ich mehr Hartholzdielen und Pigment. Wie kriege ich denn Pigment? Die Hartholzdielen waren hier. Ich stelle direkt mal 10 her. Pigment. Ich glaube, im Mixer konnte ich Pigment herstellen, oder? Pigment? Ja, Pigment. Dafür brauche ich Regenbogen. Wo kriege ich denn Regenbogenblumen her? Anbau. Salpeter. Von Steinabbau. Okay, das wird nicht ganz so einfach. Ich lege uns aber mal... Ich gehe mal nicht schlafen. Ich räume erst unser Inventar noch ein bisschen aus. Das wird kompliziert werden, wenn ich das mal so behaupten darf. Das kann hier rein. Die... Oh Gott. Die ganzen Sachen, die ganzen... Das haben wir hier. Axt? Ach, Zepter. Okay, das ist ein anderer. Und das Oberteil ist auch ein anderes. Ich könnte theoretisch gucken, am nächsten Tag, ob wir... Warte mal, dann passt das hier hoffentlich rein. Zack und zack. Schaltkreise, die alten Teile, Silikondinger, die Federn. Passt hier alles rein. Das würde ich gerne verkaufen. Dann würde ich gerne hier unsere Sachen, die wir... Das nicht... Oh, das auch nicht. Entschuldigung, das kommt hier gar nicht rein. Die Brillengläser muss ich noch irgendwo einräumen. Zack, zack und zack, bitte. Die wollte ich außen reintun. Dann könnten wir eigentlich morgen im Forschungszentrum vorbeigehen und einfach mal gucken. Der Schleim ist hier drin. Und einfach mal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwas schon fertigstellen können. Brillengläser hier bitte rein. Die Datendisks kommen hier hin. Auf dem Weg dahin könnten wir dann auch... Falsch, die kommen nicht. Das kommt da rein. Der Baum, den würde ich gerne auch draußen lagern. Oh, ich habe viel... Okay, ich brauche 16 Stück davon. Okay, so. Das heißt, ich kann hier 7 abteilen. So, 8 abteilen. Die 8 können hier wieder rein.
falls ich das irgendwann nochmal brauche. Den Baum würde ich gerne außen rein, also außen verstauen. Mache ich das jetzt noch vorm Schlafen gehen? Ich bin mir nicht sicher. So, das hier rein. Datendisk sind aufgeräumt. Viele schöne Sachen. Nach draußen abgeben, verkaufen. Das würde ich auch draußen lagern. Aber ich sag mal, ich gehe erstmal schlafen. Das machen wir am nächsten Tag. So, weg mit uns. Und wir können nach draußen gehen. Ich würde aber lieber mein Schwert haben. Ich hoffe, mein Pferd ist noch da. Ja, Pferdchen ist noch da. Sehr schön. Hier haben wir wieder unser Holz, wie immer. Unser... von Emily. Hey Sora, auf einem meiner Spaziergänge ist mir aufgefallen, was du für Dava und die Baumschule getan hast. Ich habe mich gefragt, ob du etwas Ähnliches für unseren Bauernhof machen könntest. Besuch mich mal, sodass wir uns darüber unterhalten können. Das machen wir. Die Emily besuchen wir auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Die kann ich auch schon mal mitnehmen. Ich lege die Sachen jetzt einfach mal hier in die Holzkiste ab. Auch das Holz. So. Und jetzt gehen wir nämlich in die Stadt und geben erstmal den Handelsauftrag ab. Nein, du sollst eigentlich reiten. So. Wo ist der denn eigentlich gerade, der Handelsauftrag? Das ist es nicht. Hier. 16 Faserstoff. Und ja, zu Emily gehen wir gleich. Aber ich will erst schnell... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, ich sehe Higgins. Higgins geht schon dahin. Das gefällt mir nicht. Der klaut uns wieder Aufträge. Hier, bitteschön. Nicht schlecht. Hier ist dein Lohn. Danke. Gerne geschehen, gerne geschehen. Dann lass uns noch kurz plauschen. Have you ever visited my garden? Isn't it beautiful? Ganz wunderschön. Ich habe ihn mir ehrlich gesagt noch nicht wirklich ansehen können, aber... Komm, mein Pferdchen. Ich hätte dich vor dem Ding parken sollen, mein Pferd, damit Higgins nicht reinkommt. Higgins, geh weg. Meiner. So. Ha! Oh, wir waren schneller. Kann ich bitte... Kann ich... Danke. So. Wir haben hier was... Regenschirme. Na, 400, das ist okay. Geröst... Ganz ehrlich, wir haben so viel geröstetes Fleisch. Das kann ich problemlos machen. Ein Wasserlager? Nein. 17 Faserstoffen? Nein. Wenn ich könnte, würde ich das noch annehmen wollen. Ja, ich kann leider keine. Aber geröstetes Fleisch und Alu, das ist eine perfekte Kombination. Das geröstete Fleisch, das habe ich sowas von in rauen Mengen zu Hause. Dass es überhaupt kein Problem ist, das zu machen. Und... Alu? Immer gut. Ich meine, ich will ja sowieso meine Beziehung zu Alu ein bisschen steigern. Ich könnte hier noch mal gleich frische 5 geröstete Fleisch. Dann machen wir jetzt einfach da gleich nochmal welche. So. Fleißig drauf. Und was wollte ich jetzt gerade gucken? Ich wollte zu Emily. Aber ich könnte eigentlich auch hier schnell das geröstete Fleisch von innen noch holen. 2 Stück. Und ich wollte eigentlich was verkaufen. Die Waschmaschine nämlich. Ha, Kopf wie ein Sieb. So. Damit haben wir den Auftrag schon fertig. Dann kann ich Alu suchen. Aber zuerst würde ich kurz zu Emily gehen, mir anhören, was sie gerne von uns möchte. Und dann wollten wir auch wieder in die Mine eigentlich, also in die Ruinen gehen. Ich sage immer Mine, dabei meine ich die Ruinen. Da ist sie ja schon. Emily, hi! Was möchtest du? Obstsalat. Ja, den machen wir nachher. Emilys Brunnen, was ist das? Hallo, hast du meine Nachricht erhalten? Das Bewässern der Felder kann wirklich anstrengend sein, vor allem wenn sich Omas Rücken wehrt. Könntest du mir helfen, einfacher an Wasser zu gelangen? Klar, das machen wir auf jeden Fall. Großartig, ich hatte an einen Brunnen gedacht und an etwas, um das Wasser herauszupumpen. So müsste Oma ihren Rücken nicht so sehr belasten. Ach, da hast du recht, das stimmt, das wäre gut für die Oma. Vergiss nicht, dass wir auch was benötigen, um das Wasser zu lagern, das wir nicht sofort verbrauchen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde mich wegen des Brunnenbaus mit dem Forschungszentrum in Verbindung setzen. Sie haben der Ziviltruppe bei der Errichtung des Brunnens bei der Klinik geholfen. Alles klar, das machen wir dann doch. Ein Obstsalat. Ich guck mal gerade, ob wir einen Obstsalat... Da haben wir das Rezept auf jeden Fall. So, warte mal, das könnten wir nämlich gleich machen. Ja, Kochrezept, da haben wir doch... Obstsalat, was brauche ich dafür? Eine Schlangenbeere, zweimal... Zweimal Schlangenbeere und einmal Dressing. Dann machen wir das doch einfach direkt mal, bevor wir das andere machen. Zweimal Obst, einmal Dressing. Das müssten wir alles noch haben. Und ja, ich denke dran, dass wir noch zu Alu müssen und dass ich ins Forschungszentrum, also einmal Dressing. Ah, so. Einmal Dressing und dann brauche ich noch zweimal Obst. Wir könnten die Schlangenbeeren einfach wieder verwenden. So.
Ach so, nee, zweimal Schlangenbeeren. Warte mal, die hier wollte ich eigentlich nehmen. So. Ich weiß gar nicht, ob es mit den Gummifrüchten geht, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir das natürlich hier runterziehen. So. Raus mit uns. Dann können wir das zumindest schon mal machen. Es ist immer gut, seine Beziehungen mit allen möglichen Leuten eben zu steigern. Und das mache ich ja sehr gerne. So, ich möchte bitte... wie geht das denn nochmal? Kochrezept. Kann ich hier bitte... Ach genau, ich muss es erst in die Hand nehmen, richtig? 5. Genau, Zutat hinzufügen. Und dann muss ich auf 6 und die Zutat hinzufügen. Und die Zutat hinzufügen. Und warten, bis es fertig ist. Tada! Kochen beenden. Und wir haben einen Obstsalat. Sehr schön. Also Pferdchen, einmal zurück zu Emily. Beziehungsweise da hoch. Das bietet sich gerade so gut an. Hey Emily, schau mal, was ich für dich habe. Einen Obstsalat. Genau darauf habe ich gehofft. Danke. Bitteschön. So, jetzt suchen wir Arlo. Wo haben wir denn? Ich müsste ins Forschungszentrum. Hier oben der Handelsauftrag. Das ist gut. Emilys Brunnen, das machen wir auch. Ich gehe erstmal hoch zum, zur Ziviltruppe, damit ich den Handelsauftrag abgeben kann. Ich glaube zwar nicht, dass ich heute noch einen annehmen kann, aber mein Gott. So, aber dann besuchen wir mal wieder unseren Arlo. Da unten war das, oder? Nein, irgendwie laufe ich gerade ganz falsch. Ich war eigentlich schon richtig hier oben, glaube ich. Ja, da war ich ziemlich richtig. So, ich besuche auch immer gerne unsere Zivil... Ja, das ist Civil Corps. Rein mit uns! Und zum guten Arlo. Wo bin... Arlo? Und warst du nicht hier gerade eben? Wo ist Arlo? Der ist gar nicht hier. Wieso ist der nicht hier? Ist der jetzt abgehauen? Moment, der war aber eben noch hier eigentlich. Er kann noch nicht weit sein. Er wird uns nicht entkommen. Wo ist er hingelaufen? Wo geht der gute Arlo hin? Wo bist du? Arlo? 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 Lass mich nicht allein. Da ist er. Ach, Arlo. Warte. Dankeschön. Hier, bitteschön. Ach nein, das war falsch. Handelsauftrag. Danke, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann zögere nicht, die Ziviltruppe um Hilfe zu bitten. Natürlich. Jetzt müsste ich Petra fragen. Das mache ich dann auch noch. Aber wenn wir schon mal hier sind, würde ich erst ganz kurz da reingehen ein bisschen. Ehrlich gesagt. Ich wollte auch die Sachen aus für diese Maschinchen mitnehmen. Ach je. Okay, mal hier durch wieder und dann F. Man merkt an dem F immer, ob ich das Spiel zwischendurch beendet habe oder nicht. Stelle ich so gerade fest. Und ich habe immer noch nicht... Sachen. Ich habe die Sachen immer noch nicht verkauft. Also die Waschmaschine zum Beispiel. Was ist denn? Wo ist es denn? Irgendwo da hinten? Ah, großer Eiseneimer. Sehr schön. Oh, hier ist direkt vor unserer Nase was. Perfekt. Einschlag. 2. 3. Und wir haben es schon. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt so lange mache, bis unsere Energie aufgebraucht ist oder dass wir vorher noch ins Forschungszentrum können. Also am heutigen Tag. Muss ich mal gucken. Schläger wieder. Immer diese Schläger. So, ich hatte doch hier eben noch Pünktchen. Ich habe doch mal hier noch gesehen. Kannst mich nicht veralbern. Ich habe sie... Da habe ich einen. So, der war hier unten. Graben wir uns auch runter. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir das tatsächlich machen, bis wir komplett keine Energie mehr haben oder bis es dann wirklich Abend ist. Oder ob ich zwischendurch Pause mache, damit wir was anderes eben noch beim Forschungszentrum vorbei können. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wobei ich, glaube ich, ganz gerne heute noch zum Forschungszentrum würde. Und ich würde auch ganz gerne bei der Kirche des Lichts vorbeischauen, ob man da vielleicht diese Regenbogenblumen bekommen kann. In der Hoffnung, dass man die dann auch wirklich immer anbauen kann und ich nicht dieses ganze Haunted Cave-Ding... Warte mal, wir nehmen mal das da hier. Und dass ich das nicht alles irrsinnig lange aufbewahren muss und einfach den Auftrag nicht abschließen kann. So. Gut,
dass wir auf solchen unmöglichen Schrägen stehen können. Deswegen glaube ich, werde ich gleich einmal rausgehen. Wenn wir noch so ein, zwei Punkte gefunden haben. Großer Eimer. Das sind jetzt nicht unbedingt die tollsten Sachen, die wir hier finden. Oh, Moment mal. Was haben wir denn da? Was ist das da hinten? Ist das ein Schuh? Ich mag es, wenn wir diesen kleinen Glitch haben, dass wir da sehen können, was wir ausgraben. Okay, das ist Schmiermittel. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Da hinten ist irgendwelche... Wir werden hier auf jeden Fall noch ganz viele schöne Sachen ausgraben. Das ist das Schmiermittel. Das möchte ich nicht. Kann ich die anderen Sachen hier auch immer sehen? Schmier... Ja gut, dann holen wir uns halt das Schmiermittel. Früher oder später werden wir es ja sowieso... Achso, ja. Ja, bitte. Weitergraben. Früher oder später werde ich es ja sowieso holen. Von daher... Kann ich das eigentlich absichtlich mal wiederholen? Kann ich mir jetzt einfach, wenn ich hier den... Nee, an den meisten Stellen klappt das nicht. Und wir haben jetzt echt nicht so viel gesehen. So, ein Schmiermittel für uns. Gibt es denn hier was anderes, was ich... Oh, da vorne, das will ich haben. Das ist eine Kiste, da könnte was Gutes drin sein. Oder totaler Mist. Das könnte auch sein. Ich werde jetzt noch die Kiste ausgraben, danach gehen wir raus und hoffen, dass ich ins Forschungszentrum da noch rein darf. Ich hoffe es sehr. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Die Waschmaschine würde ich dann auch ganz gerne verkaufen. Eventuell könnte ich auch mal... Das Ding ist immer, ich würde eigentlich gerne mal so Schmiermittel, Schläge und Zeug verkaufen. Aber was, wenn ich sie hinterher noch für irgendwas brauche? Einfache Schaltkreise. Okay, wir gehen mal raus. Bestätigen. Ich möchte tatsächlich auf jeden Fall noch zum Forschungszentrum. So. Heute soll noch ein fleißiger Tag werden. Hoppala, fertig, ich wollte auf dir reiten. So, dam, 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 dam. Wir könnten noch ein bisschen Holz hacken. Okay. Ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so schlimm mit dem Nachladen, aber... Oder auch doch, vielleicht. Ist das immer noch unser... Das ist unser geliebter Arlo. Vorne ist das Forschungszentrum. Ja, das müsste eigentlich auch bis 18 Uhr offen haben, also... Rein mit uns. Dann können wir mit Petra reden, damit sie... Petra, Petra, Petra? Ach, da hinten ist sie. Ich könnte mich auch mit Merlin weiter anfreunden. Ein Brunnen und etwas, um das Wasser herauszupumpen? Hm, sollte nicht allzu schwierig sein. Bring mir 5 Datendiscs und ich werde sofort mit der Forschung beginnen. Habe ich die vielleicht dabei? Ja! Oh Gott sei Dank, ich habe sie dabei. Du hast sie. Great. It'll take a while to analyze all the data. I'll contact you when we have something. Alles klar. Oh, ich freue mich richtig. So, jetzt können wir uns noch ein bisschen mit unterhalten. Hm. Meine Lehrerin Merlin ist eine der Top 10 Anthropologinnen in der Welt. Ich muss hart arbeiten, um mit ihr Schritt halten zu können. Dann reden wir doch einmal ganz kurz mit Merlin. Merlin, wo bist du? Da hinten ist sie. Hi. Hi. Wenn du irgendetwas von Wert aus der alten Welt findest, bring es uns bitte. Du hast ja keine Ahnung, diese Entdeckung. Ja, 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 ja. Wo du es gerade sagst, zur Kirche des Lichts wollte ich auch noch, aber das können wir auch am nächsten Tag machen. Ein paar Datendisks mitnehmen und einfach mal gucken. Da dürfen wir nämlich Samen austauschen. Oder kann ich das hier auch? Ist die Kirche... Oh, Moment, ich weiß es gerade immer nicht so auswendig. Wo ist denn... Da ist die Kirche des Lichts. Okay, das ist ein bisschen weit. Das wird uns heute nicht mehr bringen, dahin zu gehen, fürchte ich. Moment, Missionen. Vergiftete Wasser, ja. Lesen Sie alles darüber, ja. Emilys Brunnen. Ich muss auf jeden Fall vermutlich ein Wasserlager bauen. Das heißt, ich könnte mir da schon mal die Sachen wieder für angucken. Und ansonsten werden wir das sehr wahrscheinlich irgendwann früher oder später verkaufen dürfen. Ich gehe mal zur Kirche. Nur so, vielleicht haben wir ja Glück und die Kirche hat lange geöffnet. Ich glaube es zwar ehrlich gesagt eigentlich nicht so. Aber laufe ich überhaupt richtig gerade? Nein, eigentlich nicht. Ich muss hart hier rüber, um zur Kirche zu gelangen. Das müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Wo ist denn die Kirche? Ist die da oben? Ich gehe da so selten hin, das ist das Problem. Also auch im realen Leben. Ich war noch nie ein Kirchgänger oder sowas. Nein, bis 18 Uhr. Oh, Mist. Okay, aber vielleicht sind sie ja morgen einfach unterwegs auf dem Marktplatz oder so. Geronimo, mein Pferd hier. Oh Gott, das arme Pferd. Wie gut, dass ihm nichts passiert.
Ich glaube, es ist unmöglich, dass wir das arme Pferd umbringen. Das ist gut. Was könnten wir denn noch Nützliches machen? Ich kann gucken, wie es meiner Kartoffel geht. Meiner Kartoffel geht es gut. Das ist schön. Und da haben wir wieder ein bisschen Fleisch. So, Holzbodendielen haben wir fertig. Fleisch habe ich fertig. Der stellt noch eine her. Die ist bald fertig. Dann würde ich doch mal sagen, Pferdchen, bleib. Ich habe vergessen, Dinge zu verkaufen. Dann gehen wir mal kurz... Wollen wir schon... Ja doch, ich gehe schon mal die Sachen ausräumen und ich glaube, dann war es das einfach. Das machen wir dann in der nächsten Folge mit den anderen Dingen. Ich könnte da auch versuchen, diese ganzen Sachen, die ich hier habe... Diese ganzen Sachen... Das ist falsch, das sind die Dielen. Die ganzen Sachen, die ich habe, tatsächlich, wie gesagt, einmal einzupacken und mitzunehmen. In der Hoffnung, dass ich dann irgendwas schon wieder herstellen kann. Denn es hat uns eigentlich immer gut weitergebracht. Bei allen möglichen Dingen. Ich weiß gar nicht, brauche ich Schläger noch? Muss ich noch aufheben? Ich klicke hier einfach mal, um zu schauen, ob wir das Schläger... Schläger haben wir ganz viel... Vielleicht brauchen wir sie irgendwann. Ich möchte mir das irgendwie wünschen. Den Eimer habe ich nicht hier, den habe ich dann in der Kiste daneben. Ich habe keine... Oh Mann, ich habe keinen Platz mehr für Eimer. Das ist aber ganz schlecht. Eimer. Was nehme ich denn dann hier raus statt dem... Es ist alle... Das hier, Härtungsflüssigkeit, tue ich dann woanders rein. Dann tue ich die Härtungsflüssigkeit einfach... hier vielleicht dazu. Die Dielen dürfen da rein. Die Discs auch. Ich würde die Waschmaschine wirklich gerne verkaufen. So, das hier rein, die Energie. Die Frage ist jetzt natürlich, habe ich noch irgendwas Schönes zu tun? Könnte ich noch ein bisschen Holz hacken vielleicht? Angeln wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, haben wir im Herbst schon geangelt? Ich glaube ja. Ich brauche immer noch Manganstahlbarren, das dauert alles. Ja, ich warte jetzt noch, bis hier die letzte Holzdiele fertig ist, damit ich die dann weg... Und ich könnte hier schon mal wieder die Sachen raustun und sie dann einfach wegräumen. So. So, jetzt warten wir noch auf die Holzdiele und dann räumen wir die Sachen weg. Für irgendwas brauchte ich 5... Ja, komm, mach hin. Schlagen wir die Zeit noch tot mit, ich weiß nicht, hacken wir so ein paar Sachen und räumen die dann auch gleich noch wieder auf. Dann haben wir wenigstens noch was Produktives gemacht, statt wirklich nur neben dem Ding zu stehen und zu warten. Apfelbäume könnte ich auch mal wieder anschlagen. Ich bin übrigens schon sehr gespannt auf den Winter. Ich bin schon so gespannt darauf. So. Wie viel fehlt uns eigentlich noch für ein Level-Up? Das haben wir ja fast. Das ist ja gut. Angriff, Verteidigung. Ja. Das Level-Up, würde ich mal sagen, kriegen wir ganz, ganz bald. Da ist mein Heim. So. Dann gehen wir jetzt noch nach drin, räumen alles wieder auf und dann gehen wir einfach schlafen und wir beenden mal die Folge. So, das müsste jetzt primär das hier sein eigentlich. Das nicht, aber hier, hier und das auch nicht, das und das hier. Und der Rest kommt da rein. Und die Holzdielen kommen natürlich hier vorne rein. Und jetzt könnten wir eventuell schauen... ob ich nicht morgen diese Teile hier, die man für irgendwelche Dinge braucht. Braucht man das auch? Den Metallgefäß, Stahlrohr? Ich mache das morgen einfach mal, dass ich wirklich gucke, was uns da alles fehlt, ob wir zufällig irgendwas schon komplett herstellen können. Wenn nicht, kommen die Sachen einfach wieder hier rein und ich ziehe die aber einmal hier hoch. Die Waschmaschine ist das Einzige, was wir bekommen. Da gehen wir dann nach der Pause einmal hin. Also der kleinen, dem Schlafenspäuschen. So, das war's dann. Und in die Kirche... Ah, warte. Die Datendisks muss ich mitnehmen. Ich wollte in die Kirche des Lichts. So. Dass ich das alles nicht vergesse. Und damit würde ich sagen, beende ich mal die Folge für heute und lege mich schlafen. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Da steht schon unsere Waschmaschine. Eine zweite. Was macht eigentlich die Waschmaschine? Kann ich das einmal hier sehen?
Okay. Der ist hier so ein bisschen schlecht, stelle ich fest. Der muss irgendwo anders hin, damit ich mich noch irgendwo... den stelle ich hier einfach in die Ecke. So. Ich will nämlich dann nochmal an mein Zertifikat gucken können. Was macht denn die Waschmaschine? Maximal 7 Ausdauer dazu. Ne, da stellen wir nicht noch mit zweite auf. Okay. Wie gesagt, Dankeschön dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei My Time at Porsche. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bye bye!